bedeutet. Und mehr als 3 Schnitzel am Tag kann man sowieso nicht essen, oder? Ja, und dann haben wir diesen schönen Urlaub in Schottland gemacht, meine Freundin und ich. Meine Bekannte und ich, also meine befreundete Bekannte und ich. Ja. Die war ja hellauf begeistert. Wir haben auch wirklich eine Menge erlebt und gesehen. Leider nicht Nessie, ja? Also dieses Ungeheuer von Loch Ness, nicht? Das haben wir nicht zu sehen. Ich kriege doch natürlich schade, aber trotzdem. Wir hatten 2 wunderbare Wochen, Irene und ich. Alles in allem ein runder Urlaub. Nee, wirklich, war echt schön. Vor allen Dingen mal was anderes als diese ewigen Pauschalreisen in die Sonne. Das ist doch kein Vergleich. Und Sie haben sich das Europapokalspiel in Glasgow angeguckt? Das hätte ich auch gerne gesehen. Wie haben Sie denn gespielt? So schlecht. Irene, suchst du mich? Hier bin ich. Irene. Naja, vielleicht wäre eine Pauschalreise nach Mallorca doch besser gewesen. Ole, ole, ole. Na, freust du dich schon auf zu Hause? Hatte ich dir nicht verboten, mich anzusprechen. Bist du mir immer noch böse? Also wirklich, Irene, so schlimm warst du nun auch wieder nicht. Okay, wir haben ein bisschen gefroren, als wir nach dieser Reifenpanne die Nacht im Hochland verbringen mussten. Aber du hattest ja einen Schlafsack abgelehnt. Gepäck wird überall gestohlen, das kannst du mir nur wirklich nicht anlassen. Außerdem, ich finde, der Schottenrock steht ja sehr gut. Du willst mich doch nicht etwa dafür verantwortlich machen, dass deine Sachen alle nass geworden sind, nur weil dieses dämliche Boot da in der Stromschnelle gekentert ist. Na gut, wir hätten gestern eine etwas komfortablere Unterkunft finden können als dieses Stundenhotel. Aber haben wir dadurch nicht auch einen viel engeren Kontakt zur einfachen Bevölkerung gefunden? Ach Irene, du sei doch vernünftig. Klar, wir hatten einen etwas turbulenten Urlaub hinter uns, aber gab es nicht auch schöne Momente? Schöne Momente? Für mich gab es nur einen schönen Moment, als wir gestern auf die Fähre stiegen, um wieder nach Hause zu fahren. Alles andere war eine Katastrophe. Das ist übertrieben. Übertrieben? Das war ein Desaster. Konnte ich mich nur darauf einlassen, mit dir in Ferien zu fahren. Ich wollte einen ruhigen, erholsamen Badeurlaub im sonnigen Süden machen. Kein Überlebenstraining in diesem vernebelten Hochland von First of all. Ach, das ist doch alles dasselbe. Ja, bitte, bitte. Schottland. Habe ich dir nicht gleich gesagt, dass es dauernd regnet? Aber nein, der Herr muss ja seinen Kopf durchsetzen, weil es da so wild romantisch ist. Nur an das Essen denke, wird mir ganz anders. Auf nüchternen Magenfisch und dann diese undefinierbare Pampe. Du meinst Porridge? Ich weiß, wie das heißt, trotzdem mag ich es nicht. Und diese ständige Dudel, sag ich Jolle, dass einem die Ohren wehtun. Also ich höre die Musik ganz gern. Ja, du scheinst dich überhaupt recht wohlgefühlt zu haben. Das waren ja regelrechte Verbrüderungsorgien mit diesen bärtigen, whisky-trinkenden, sangesfreudigen Schafhirten. Ja, dann willst du dich nun langsam der Kolonne anschließen oder wollen wir hier übernachten? Irene, ich möchte nicht, dass unser Urlaub in einem Streit endet. Sicher, es war nicht alles so, wie du dir das vorgestellt hast, aber ich habe dir von Anfang an gesagt, das wird ein kleiner Abenteurerurlaub und du warst auch damit einverstanden. Doch mal daran, welchen Spaß wir auch miteinander hatten.
Erinnerst du dich noch an Inverness? Als du da plötzlich wie ein Schlossgespenst vor mir standst und ich mich vor Angst hinter der Gardine versteckt hatte. Ich hatte Albträume, weil ich zu spät gegessen hatte. Ja. Außerdem war Vollmond und da wandere ich eben manchmal. Ja, du sahst aber auch zu komisch aus, als du in der Nacht im Zimmer getrunken bist. Ich bin fast die halbe Treppe runtergefallen und hätte mir sonst was brechen können. Aber Johannes hat dich aufgefangen und ins Bett zurückgetan. Na, und die smarten Stunden, die wir in der Telefonzelle verbracht hatten, nur weil sich die Tür verklemmt hatte. Die Feuerwehr musste kommen, um uns zu befreien. Also, das glaubt uns ja keiner. Na siehste, jetzt lachst du doch schon wieder. Wir wollten doch eigentlich diese Zeit dazu benutzen, um zu sehen, wie wir miteinander auskommen. Also, mir hat's ganz prima gefallen. Mit dir. Ich war auch noch nie so lange mit einer Frau. Also, auf so engen Raum. Weißt du, unter jeden Tag. Ne? Meinungsverschiedenheiten gibt es ja überall, da werden wir auch in Zukunft nicht drumherum kommen. Aber ansonsten, finde ich, sind wir doch ein ganz duftes Paar und das, finde ich, sollten wir auch bleiben. Wie meinst du das jetzt? Was soll ich dir sagen? Du meinst, du und ich, wir sollten. Ja? Warum denn nicht? Ist doch wundert so. Ich? Was ich dazu sage? Ich bin einverstanden. Ja? Ich sage ja. Die Rede, hör mal. Versteh mich richtig. Ich darf ein junger Mann nicht knutschen. Ja. Ich bin jetzt gespannt, was Vater dazu sagen kann. Bitte schenken Sie ein, James. Kinder, damit macht er mir die größte Freude meines Lebens. Ja. Wohlsein. Auf euer Wohl. Ja. Ach, zum Wohl. Wohlsein. Dann scheint ja der Urlaub ein voller Erfolg gewesen zu sein. Hm? Naja, Irene ist zwar der Meinung. Na, es war nicht gerade Griechenland, aber dieses raue, herzliche Klima hat ja auch was für sich. Man muss sich nicht ständig einölen. Und im Wasser. Waren wir auch, nicht wahr, Johannes? Uh-huh. Und was habt ihr so alles erlebt? Oder habt ihr die ganze Zeit nur geturtelt? Wir haben viel unternommen. Romantische Touren durchs nächtliche Hochland, gesellige Abende mit Einheimischen. Ist dir nicht dein Koffer geklaut worden? Ach, da war nichts Wichtiges drin. Auf die Weise bin ich wenigstens zu einem Schottenrock gekommen und gefällt er dir. Naja, ich soll ihn ja nicht anziehen. Könntest du aber. Der ist auch für Männer salonfähig, nicht wahr, Johannes? Drollig. Und das hat ihr mir mitgebracht. Ja, was ist denn da drin? Der packt aus. Gewichtig. Ich bin ja gespannt. Ein Dudelsack! Ein Dudelsack! Ist das die Wolldecke, die du für Vater besorgen solltest? Das müssen die da im Geschäft verwechselt haben. Mein Englisch ist ja nicht gerade das Beste. Das ist ja ein tolles Ding. Wenn ich jetzt gleich anfange zu üben, dann können wir bald ein bisschen Hausmusik machen. Ja, nicht wahr? Wir haben uns gleich gedacht, dass dir sowas gefallen wird. Wie, endlich mal was Originelles. Ich hatte schon gefürchtet, ihr bringt mir so eine blöde, karierte Wolldecke mit. Gabriele und Theo Bachmann, Dr. Zietlow und Frau Professor Kallo, Senator Gerstendörfer,
ganz wichtig. Oh ja, die Schilberts. Die Schilberts, oh nein, die bitte nicht. Er geht ja, aber die Frau ist ja eine Nervensäge. Die wird von Ehe zu Ehe lauter. Tja, ich hoffe auch, die haben keine Zeit, aber einladen müssen wir sie. Wir waren auf allen 4 Hochzeiten von ihr. Ach, wen bestellen wir denn als Fotografen? Dafür musst du sorgen, Vater. Danke. Mach ich. Und eine Kutsche möchte ich haben. Wird besorgt. Samt Schimmel. Irene. Du brauchst dich um nichts zu kümmern, Johannes. Das ist alles Aufgabe des Brautvaters. So ist es, mein Sohn. Du brauchst nur Ja zu sagen. Nein, ich meine... Oh Gott, wen nehmen wir denn als Trauzeugen? Na, das wird sich doch deine Schwester nicht nehmen lassen. Ja, Katharina ist gut, aber wen nehme ich? Na, für dich werden wir auch noch jemanden finden. Das Buffet lassen wir von Paolino kommen. Hm? Tja, was brauchen wir denn noch? Für die Getränke sorge ich. Musik, natürlich, wir brauchen Musik. Johannes, du isst ja gar nichts. Ich hatte im Augenblick keinen Appetit. Das verstehe ich. Ging mir genauso damals. Kinder, ihr wisst gar nicht, was ihr mir für eine Freude macht. Für einen Vater ist das das Schönste im Leben. Kommt, lasst uns darauf noch mal anstoßen. Ach, Vater. Auf eure Zukunft. So, Herr Benklowitz, das ist er. Johannes Redlich, Ihr zukünftiger Chef, mein Nachfolger. Tag, Herr Redlich, herzlich willkommen an Bord. Ahoi. Ahoi, oh, das ist gut. Waren Sie bei der Marine? Nö, ich dachte Sie. Ich? Oh, das ist gut. Wirklich gut. Das ist gut, Herr Benkowitz. Also, Sie werden ab nächsten Monat Herrn Redlich unter Ihre Fittiche nehmen und ihn in unsere Geschäftsgeheimnisse einweihen. Selbstverständlich, Herr Rimbach. Soll ich vielleicht schon mal die Bücher... Nee. Damit befassen wir uns erst nach den Feierlichkeiten. Alles immer hübsch. Der Reihe nach. Jetzt führen Sie uns erstmal in unsere Schatzkammer, damit mein Schwiegersohn ins Spee auch sieht, wo er reinheiratet. Wenn ich bitten darf, Sie gestatten, dass ich vorgehe. Meine Tochter nochmal geboren. Ich weiß die Kombination nicht mehr. Sie wissen die Kombination nicht, das ist gut. 944, richtig. Warum sagt ihr das nicht gleich? So. Hallo. Daddy. Da da la 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 la. Was sagst du dazu? Beeindruckend. Das wird alles mal euch gehören. Kann sich doch sehen lassen, hm? Du Ludwig, hör mal. Keine falsche Bescheidenheit. Ein Rimbach lässt sich doch bei der Mitgift nicht lumpen. Nee, sowas lasse ich mir nicht nachsagen. Darum geht es doch nicht. Ich wollte mit dir von Mann zu Mann reden. So, das kommt. Ja. Also, schieß los, mein Junge. Was hast du auf dem Herzen? Ja, also, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Sieh mal, ich habe Irene sehr gern. Ja, das will ich auch hoffentlich jetzt, wo ihr heiratet. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir Irene daraus einen Verlobungsring machen? Ludwig! Nein, das lass mich nur machen. Dieser Entschluss, ja? Also, Irene hat da... Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Nicht, dass du mich nicht missverstehst. Möglicherweise habe ich mich auch nicht deutlich genug, also jetzt hier in Hamburg zu leben. Aber mach dir doch darüber keine Gedanken. Das habe ich doch alles mit Irene besprochen. Natürlich könnt ihr im Haus wohnen. Ich ziehe in den ersten Stock. Dann habt ihr unten das ganze Nest für euch alleine. Nein, Ludwig, ich meine... Doch, das ist eine abgemachte Sache. Ich habe schon überall gesucht. Doch, mein Liebling. Johannes, wir müssen los. Ich brauche noch Bilder für den neuen Pass. Und dann musst du mir helfen, die Vorhänge fürs Schlafzimmer auszusuchen. Das möchte ich nicht allein entscheiden. Du, Irene, ich wollte eigentlich mit deinem Vater... Junge, das hat doch Zeit. Nun geht ihr erst mal. Was?
Ja, komm, 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 komm. Ja! Friedlich? Johannes, na endlich! Ich dachte schon, du bist dem Ungeheuer von Loch Ness zum Opfer gefallen. Nee, ich bin hier was ganz anderem zum Opfer gefallen. Seid ihr wieder zurück in Hamburg? Seit wann? Seit gestern. Aber ich muss hier, glaube ich, noch bis morgen bleiben. Ja, ich muss nämlich noch was klären. Also, das kann ich dir am Telefon nicht auseinanderklamüsern. Ist was passiert? Was denn? Ich bin hier einem komplizierten Missverständnis aufgelaufen. Und die Sache droht sich zu verselbstständigen. Sie ist auf dem besten Wege dazu, verstehst du? Wenn ich nicht ganz schnell das Ruder rumreiße, dann besteht die Gefahr, dass ich mein ganzes Leben davon nicht mehr loskomme. Ich verstehe überhaupt nichts. Wie meinst du das? Wovon kommst du nicht los? Irene will mich heiraten. Was? Irene will dich... Das ist doch wundervoll. Nein, das ist es eben nicht. Wieso? Na, weil ich nicht will. Warum hast du sie dann erst gefragt? Na, das habe ich doch gar nicht. Ach, wie kommt sie denn dann dazu, dich heiraten zu wollen? Das war ein Missverständnis. Nein, ich kann jetzt nicht mehr. Katharina? Schau mal, meine Passfotos. Hallo Katharina, wie geht's? Hat es dir erzählt? Und was sagst du? Ich hab völlig ehrlich, bin nicht alles richtig verstanden. Ah, das macht es. Du kriegst ja sowieso eine offizielle Einladung. Du, entschuldige, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Du kannst dir ja vorstellen, was wir doch alles zu erledigen haben. Also dann, tschüss. Wolltest du noch? Johannes, ich brauch noch deinen Pass. Keiner weiß. Entschuldige bitte, Johannes. Wenn du Irene nicht heiraten willst, dann heirate sie doch einfach nicht. Du hast gut reden. Du hättest mal da sitzen sollen. Alle gratulieren dir, klopfen auf die Schulter. Selbst der Senator schüttelt dir die Hand. Und da hätte ich dann sagen sollen, April, April, alles nicht wahr, es war nur ein Missverständnis? Naja, aber seine Verlobung kann man doch wieder rückgängig machen. Aber klar, kein Problem. Oh, aus einer Verlobung kommt man glatt wieder raus. Nur nicht, wenn das Aufgebot schon bestellt ist. Was? Ihr wart schon beim Standesamt? Ja. Und da redest du von einem Missverständnis. Was sollte ich denn machen? Die Feierei ging bis zum frühen Morgen. Und ehe ich mich versah, stand ich mit Irene vom Standesbeamten. Was? Ihr habt schon geheiratet? Nein, aber den Termin festgelegt. Freitag, den 13. Irene fand das sehr originell. Also, liebe Güte. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich fahr nach Grönland, mach einen Eisdeal auf. Also, Johannes, bitte mal im Ernst. Wenn du Irene nicht heiraten willst, dann musst du das auch nicht. Zu einer Ehe gehören doch mehr als vier nackte Beine im Bett. Katharina, bitte, ja. Ach, so ist es doch. Na ja, dann. Mein Schmädel, hilf mir mal lieber. Sag mal, kannst du dir mich als Ehemann vorstellen? Ja, also mit sehr viel Fantasie. Das klingt ja sehr beruhigend. Willst du meine ehrliche Meinung wissen? Welche habe ich denn sonst immer gehört? Johannes, was mit dir passiert, ist die normalste Sache der Welt.
Du bist einfach zu lange Junggeselle gewesen, Johannes. Und jetzt hast du die Hosen voll vor so einem Schritt. Einmal musst du dich sowieso entscheiden. Oder willst du ewig allein bleiben? Nein, natürlich nicht. Aber so holter die Polter. Was heißt denn holter die Polter? Entweder jetzt oder gar nicht. Irene und du, ihr seid wie Katz und Maus. Und das ist die beste Voraussetzung für eine Ehe. Wer A sagt, der muss auch Ja sagen. Na wunderbar. Jetzt bist du auch schon auf ihrer Seite. Ihr habt nicht schon zufällig miteinander telefoniert, Irene und du? Nein, hab ich nicht. Meine ganz persönliche Meinung. Und was ist mit dir? Wie, was soll denn mit mir sein? Würdest du denn mitkommen nach Hamburg? Och, was soll ich denn in Hamburg? Soll ich dir das Händchen halten? Nein, aber du kannst doch hier nicht alleine bleiben. Das wäre nicht das erste Mal. Nein, nein, nein. Ich habe mir schon meine eigenen Pläne gemacht. Aha. Ach, kann man die vielleicht auch mal erfahren? Ich habe mir überlegt, ob ich nicht nach Berlin ziehe. Nach Berlin? Wie kommst du denn darauf? Veronika hat mich gebeten, ob ich ihr nicht in ihrem Geschäft helfe. Was für ein Geschäft? Und wer ist Veronika? Ich bin ganz schön enttäuscht, dass du mich nicht erkannt hast. Ja, tut mir leid, Veronika, aber immerhin ist das mehr als 20 Jahre her. Ich erinnere mich noch genau. Ich war mit meiner Mutter in Schierstedt und du hast mich abends zur Kirmes mitgenommen. Und als ich mit dem anderen tanzen wollte, hast du mich mit ihm geprügelt. Ja, und geprügelt? Ja. Hab ihm fein den Löffel gehauen. Schließlich hatte mir deine Mutter aufgetragen, auf dich aufzupassen. Und was hat dich hierher zu uns verschlagen? Ich bin so oft auf der Autobahn hier vorbeigefahren. Und heute habe ich gedacht, ich fahre runter und überrasche die beiden. Na, die Überraschung ist ja gelungen. Johannes? Ja? Veronika sucht eine Vertrauensperson für ihr Geschäft. Da dachte ich mir, bevor ich hier rumsitze und auf dich warte, wo du jetzt sowieso nach Hamburg ziehst. Nur langsam, langsam. Noch zieht nirgendwo hin, nicht? Was ist denn das für ein Geschäft? Antiquitäten. Antiquitäten? Davon hast du doch überhaupt keine Ahnung, Katharina. Wieso, das kann man doch lernen. Ja, und was wird hier aus dem Haus? Verkaufen. Verkaufen? Ich nehme doch nicht an, dass du mit Irene nach Schierstedt ziehen willst. Du kannst doch nicht unser Haus verkaufen. Jetzt reg dich nicht gleich künstlich auf, Johannes. Ich will auch mal in die große Welt. Aber deswegen musst du nicht gleich das Haus verkaufen. Sollst du hier etwa leer rumstehen und vergammeln? Also, Katharina, du, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Hast du denn überhaupt kein Heimatgefühl? Das musst du gerade sagen. Das ist kein Problem. In 2-3 Wochen kennst du jedes Stück im Laden. Beim Einkauf kann ich dich noch beraten, aber das hast du ganz schnell raus. Du wirst sehen, in ein paar Monaten kannst du das Geschäft ganz alleine führen. Ja, du, das glaube ich auch. Das traue ich mir schon zu. Also ich weiß nicht, Katharina. Bist du sicher, dass das das Richtige für dich ist? Alten Trödel in einer wildfremden Stadt? Johannes, deine Schwester wird sie nicht mit alten Trödel abgeben, sondern mit Antiquitäten. Ja, dann trotzdem. Alle Brücken nach Schierstedt abbrechen? Ja, warum denn nicht? Ich habe Lust, ein neues Leben anzufangen. Berlin? So ein kleiner Antiquitätenladen? Das könnte mir schon gefallen. Außerdem würde ich dann endlich mal mein eigenes Geld verdienen. Und zwar nicht wenig. Ich beteilige Katharina mit 15% am Umsatz. 15% von was? Auf 3.000 bis 4.000 Mark im Monat kommt sie ganz sicher. Und wenn es ihr Spaß macht, bin ich bereit, den Laden ganz abzugeben. Mit der dazugehörigen Wohnung im Haus. Warum willst du denn so eine Goldgrube aufgeben? Weil ich eine Leidenschaft für Inneneinrichtung entdeckt habe und mich endlich selbstständig machen will. Und solange ich mich um den Laden kümmern muss, geht das nicht. Ja, aber das klingt doch einleuchtend, Johannes. Landleben ade, Berlin, ich komme. Ja, dann viel Spaß. Was mit mir passiert, interessiert euch wohl überhaupt nicht, was? Mein Gott, Frauen können so brutal sein. Den kann ich nicht. Ja! So, das war mit 2, Spiel 3. Verlor im 6 contra 12 mal Herz.
macht 120. Bock runter, meine Herren. Auf wen geht die? Auf unseren neuen Fahrer natürlich. Es lebe Hochwürden. Was, schon wieder? Was soll ich denn machen? Die behumsen mich doch dauernd. Haben das mit meinem Vorgänger auch so gemacht? Es gibt eben Dinge, da versagt die Macht des Himmelreichs. Der Blitz soll dich treffen, wenn du mir noch mal so ein mieses Blatt gibst. Danke. Ich weiß gar nicht, was du willst. Die Verluste zahlst du doch sowieso aus der Kollekte. Ja, ja, schön wär's, wenn auch was drin wäre. Die Hälfte von dem, was ihr verzockt, das würde ausreichen, um endlich die neue Orgel zu besorgen. Jetzt fängt er schon wieder mit seiner Orgel an, Mensch. Kauf dir einen ordentlichen CD-Spieler. Mein Lieber, soll ich dir mal den Unterschied zwischen Konserve und Live-Musik erklären? Das kannst du am Sonntag in deiner Predigt machen. Jetzt sag lieber, was du auf der Hand hast. Nichts, hab ich doch schon gesagt. Na, dann sag ich mal 18. Ja. 20. Ja. 2. Pass. Granat, Schneider, angesagt. Oh, ist ja lang. Geschenkt? Oh, wen haben wir denn da? Marco Polo persönlich. Johannes. Nehmt da wieder die arme Kirche aus. Ja, sie versucht. Sag mal, Johannes, seit wann bist du denn wieder da? Seit vorgestern. Und, wie war's? Wie ist denn das jetzt wirklich mit den Schotten? Haben die nun was unter ihren Röcken an, oder nicht? Ich habe nicht nachgeguckt. Siehst du, das wäre das Erste gewesen, was ich getan hätte. Ja, du. Wisst ihr, wie alle schottischen Kochrezepte anfangen? Na? Man leihe sich einen Topf. Und wisst ihr, warum die meisten Schotten Blindenschrift lernen? Ne? Damit sie auch ohne Licht lesen können. Machst du mir mal ein Bier, Uwe? Schon in Arbeit. Und, bleibst du jetzt hier oder hast du schon wieder neue Reisepläne? Nee, jetzt erstmal Schluss mit der Verreiserei. In China bist du doch noch nicht gewesen. Da zieht mich auch nichts hin. Und, bei euch irgendwas Neues? Entschärfte doch nicht. Bis auf die glorreiche Niederlage unseres Fußballvereins. Ach, wie hoch haben wir denn diesmal verloren? 6-0. Kommentar überflüssig. Na, was soll ich denn machen, Mensch? Wir haben doch keine Spieler. Ja, die Hälfte ist beim Bund und die anderen kommen nicht zum Training. Du musst die Jungs nur mal richtig motivieren. Du hast gut reden. Stell du dich doch dahin. Ich als Vereinsvorsitzender habe weiß Gott andere Aufgaben. Prost, Hannes. Auf dein Wohl. Danke, Uwe. Wie schmeckt denn das Bier in Schottland? Gar nicht so schlecht. Süffig. Aber deins ist mir lieber. Prost, Leute. Prost. Freue mich, euch wiederzusehen. Ja, ja auch. Prost. Jetzt erzähl doch mal, Hannes. Wie war's denn nun wirklich? Ja. Ganz schön. Ist das alles? Wenn du schon unser Reisepapst bist, kannst du uns ruhig mal ein bisschen teilhaben lassen an deinen Abenteuern. Oh. Was ist denn mit diesem Loch Ness? Das Senk. Kannst du vergessen. Ach, wahrscheinlich sind die Abenteuer nicht ganz jugendfrei. Schließlich war er ja mit Fräulein Rimbach unterwegs. Vielleicht war er ja mit ihr in Gretna Green und Fräulein Rimbach ist gar kein Fräulein mehr. Haben wir denn schon ein Ringlein am Finger? Ach Quatsch, wie kommt er denn darauf? Ist doch gar nicht so abwegig, oder? Ich hoffe doch, dass ihr, wenn der Gedanke mal konkret wird, eure Trauung in Schierstedt vollzieht. Hier wird überhaupt nicht konkret und vollzogen wird schon gar nichts. Habt ihr nicht irgendjemand ein anderes Thema auf Lager? Hoppla, wo haben wir denn da reingepiekt? Die Dame scheint ihn schon fest an der Kandare zu haben. Na, Herr Pfarrer, da heißt es wohl den Messkrug putzen. Pass auf, ich schmeiß die nächste Runde und dafür hört ihr endlich mit dem Blödsinn auf. Ja. Seht ihr, so muss man's machen. So kommt man zu seinem Lieblingsgetränk. Freibier! Also, Uwe, dann machen wir 5 Bier und 5 Obstler. Hm? Johannes? Oh, bitte mach wieder zu. Na, nichts da. Es ist 10 Uhr. Ja. Aufstehen. Ich wünschte, ich wäre tot. Oh, so schnell stirbst du nicht. Ja, das wird ich auch. Katharina, sag mal. Ja? Diese furchtbare Person heute Nacht. Ja? Die da dauernd irgendwo gegengerannt ist. Ja. Und versucht hat, die Schuhe in den Kühlschrank zu stellen. Ja. War ich das? Ja. Oh nein. Na. Da bin ich mal gerade wieder 2 Tage hier. Und benehme mich schon wieder wie ein... Du benimmst dich wie ein Mann, der kurz vor seiner Hochzeit steht. Ja, gerade das hatte ich ja so schön verdrängt. Scheinst du ja einen netten Abend gehabt zu haben.
Wie kommst du denn da auf? Hast du hübsche Lachfalten im Gesicht? Die Jungs haben mich fertig gemacht. Wieso? Musste immer einen ausgeben, damit die nicht von meiner Hochzeit reden. Zum Schluss habe ich es dann doch verraten. Darauf haben die einen ausgegeben und dann habe ich wieder einen ausgegeben, weil die einen ausgegeben haben. Dann schon gut, das kannst du dir sparen. Bist du eigentlich nach Hause gekommen? Mit Theo. Der hat mich nach Hause gefahren. Der ist auch noch zu später Stunde dazu gestoßen. Im Streifenwagen? Der ist alle nach Hause gefahren. Mit was weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es war ein Telefon drin. Ja, seid ihr denn wahnsinnig, wenn euch die Polizei erwischt hätte? Hast du schon mal einen Streifenwagen erlebt, der einen Streifenwagen anhält? Junge, Junge. Wie die kleinen Kinder. Irene hat übrigens schon zweimal angerufen. Ich habe ihr gesagt, du hättest auf der Behörde noch was zu erledigen. Na. Danke dir. Na. Du bist die Einzige, die noch zu mir hält. Naja, schließlich bin ich ja deine Schwester, ne? Katharina, das Blatt hat sich gewendet. Ich habe mich heute Nacht endgültig entschlossen. Na siehste. Ich heirate Irene nicht. Was? Das Blatt hat sich gewendet. Ich wollte sie nicht heiraten und dann will ich sie auch nicht heiraten. Und wie willst du dir das erklären? Das steht auf einem anderen Blatt. Irene, ich muss dir was sagen. Ich mag dich gerne, das weißt du. Aber ich kann dich nicht heiraten. Nee, so geht das nicht. Ich muss ja wenigstens sagen, warum. Irene, ich möchte keine langen Worte machen. Aber die Sache ist die, dass ich kein Mann bin. Das ist so Schwachsinn, natürlich bin ich ein Mann. Mann, ist denn das so schwer? Meine liebe Irene, ich habe dich sehr gern, das weißt du. Und der Entschluss, jemanden zu heiraten, ist, glaube ich, wohl mit so ziemlich der wichtigste im Leben. Und deshalb stehe ich heute vor dir, um dir zu sagen, es geht nicht. So könnte es gehen, ja. Hallo. Guten Tag, Herr Redlich. Schön, Sie wiederzusehen. Ja. Guten Tag, James. Darf ich Ihnen die Blumen abnehmen? Nein, die brauche ich noch. Die Herrschaften sind leider nicht zu Hause. Ach, wo sind Sie denn hin? Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aha. Und wann kommen Sie zurück? Sie sagten was von späterem Abend. Darf ich? Ja. Ich werde Sie ins Wasser stellen. Ja. Sehr hübsch. Wie gefällt Ihnen die Dekoration für den Polterabend? Das ist sehr hübsch, ja. Ihr Zimmer ist gerichtet. Danke, James. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie nach mir. Schon da. Tut mir leid, Liebling, wenn ich gewusst hätte, dass du so früh kommst, dann... Was ist? Irene, ich muss mit dir reden. Mit mir reden? Warum? Meine liebe Irene, du weißt, wie sehr ich dich mag. Und der Entschluss, jemanden zu heiraten, ist, glaube ich, so ziemlich der wichtigste, den man in diesem Leben fassen kann. Deshalb stehe ich heute vor dir, um dir zu sagen, geht nicht.
sagst du da? Tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Ja, ich verstehe. Dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Irene, was tust du da? Was für ein Quatsch. Bei 4 Millionen hört der Spaß auf. Wir sehen uns wieder in einem anderen Leben. Jetzt hört doch mal endlich auf mit dem Blödsinn. Grüß dich. Ich wollte unserem Ex-Unteroffizier noch mal vormachen, wie wir dich umgebracht haben. Leg die Waffe weg. Johannes, habe ich dich erschreckt? Nein, wie? Tut mir leid, Liebling. Wenn ich gewusst hätte, dass du schon da bist, hätten wir nicht so lange gebummelt. Irene, ich muss mit dir reden. Ich hole uns Gläser. Suchst du was? Nein, war nur so ein Reflex. Was willst du mir denn sagen, Liebling? Ich? Ja. Meine liebe Irene, du weißt, wie gern ich dich mag. Und der Entschluss, jemanden zu heiraten, ist, glaube ich, so ziemlich der wichtigste, den man in diesem Leben fassen kann. Johannes. Deshalb stehe ich heute vor dir, um dir zu sagen... Nichts mehr musst du mir sagen. Auf dem Weg zur Schlachtbank. Ja, wenn man aber so zumute ist. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Johannes. Ja, das ist es ja, was mich so zumute sein lässt. Du wirst schon sehen, wenn der ganze Hunde erstmal vorbei ist. Die Flitterwochen sagen, sieht alles ganz anders aus. Ich wünschte, ich hätte meine Ruhe. Mehr will ich ja gar nicht. Guten Abend. Sind die Herrschaften geladen? Na, und ob wir geladen sind? Und bei euch wollen wir noch einen nachgießen. Sie sind Freunde von Herrn Redlich. Ja, wir kommen aus Schierstedt. Und da ist der Bräutigam ja wohl her. Männer, im Gänsemarsch, marsch! Und links, und links. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund. Achtung! Präsentiert das Gefäß! Mein lieber Johannes, wir sind gekommen, um dir am letzten Tag deiner Freiheit zur Seite zu stehen. So wie es sich für wahre Freunde gehört. Du siehst, auf uns kann man sich immer verlassen. Und zicken, zacken! Dann schau, backe! Toi, toi, toi! Ex! Zut! Morgen um diese Zeit sind wir schon Mann und Frau.
Ich habe schon die Unterschrift geübt. Irene Redlich, IR. Meine Initialen bleiben. Ist das nicht ein schöner Zufall? Was soll das denn werden? Alle Mann zu mir, Aktion Blindflug startbereit. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt. Nee. Hier wird nicht gekniffen. Liebe Frau Rimbach, nach alter Sitte wird am Hochzeitstag die Braut entführt. Aber der Polterabend gehört dem Bräutigam. Es ist der letzte freie Abend im Leben eines Mannes. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen früh. Hannes, folge mir unauffällig. Ja, aber ihr könnt doch nicht, Johannes, du kannst doch jetzt nicht... Was soll ich denn machen? Ich hänge. Wann kommst du denn wieder? Wir bringen ihn schon wieder rechtzeitig zum Jawort zurück. Wo wollt ihr denn hin? Geheimsache. 2, 3. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, ich pass schon auf. Ich weiß nicht, ob ich das nun komisch oder traurig finden soll. Was wollen wir denn jetzt den Gästen sagen? Na, was schon, die sollen weiter feiern. Seinen letzten Junggesellenabend musst du ihm schon gestatten. Wir hätten das nicht zulassen dürfen. Wer weiß, was die mit ihm anstellen. Ach, die werden schon nichts anstellen. Außerdem ist doch Jakob dabei. Komm rein, Irene. Ab morgen hast du ihn für immer. Das ist mir unerklärlich. Wir sind doch zusammen von zu Hause losgefahren. Die müssen vielleicht in irgendeinem Stau stecken geblieben sein. Freitag, ja, 13. Ich habe ja gleich gesagt, an so einem Tag heiratet man nicht. Doch, das ist doch alles Blödsinn. Ich habe der Kirche angerufen, da ist er auch nicht. Rimbach, in einer Stunde habe ich die nächste Trauung, ich muss rüber. Wir hätten in einem Wagen fahren sollen. Braut und Bräutigam vor der Hochzeit in einem Wagen, das geht nicht. Ja, bis zum Jungfernstieg waren sie doch noch hinter uns. Ich verstehe das nicht. Habt ihr eine Ahnung? Nee. Natürlich nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir was sagen. Also, ich bring das nicht fertig. Ich auch nicht. Also mit mir könnt ihr nicht rechnen. Tja, Jakob, bleibt nur noch einer. Das sieht euch mal wieder ähnlich. Große Klappe und nichts dahinter. Wenn es drauf ankommt, dann muss es der Jakob wieder machen. Du bist schließlich der Einzige von uns, der Abitur hat. Als ob es darauf jetzt ankäme. Rimbach? Ja? Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Also ich finde das... Johannes, ich versuche dich ja zu verstehen, aber wohl ist mir bei der Sache nicht. Also einfach auf und davon. Meinst du, mir ist wohl dabei? Ich weiß auch, dass es eigentlich unmöglich von mir ist. Aber lieber so immer noch das kleinere Übel. Bin Scheidungen auch nicht gewöhnt. Besser ein Ende mit Schreck als ein Schrecken ohne Ende. Man muss das ja wissen. Ich hatte plötzlich Fraxhausen gekriegt. Was soll ich machen, Katharina? Ich glaube, du bist die einzige Frau, mit der ich zusammenleben kann.
Na nun, was machen wir jetzt? Ich will doch zu Veronika. Nach Berlin. Ja, dann gehen wir ja zusammen. Bitte? Ja, du willst mit nach Berlin? Natürlich. Hatte ich schon immer vorgehabt. Was? Tja, selbstverständlich. Wusstest du das nicht? Wir verkaufen unsere Klitsche in Schierstedt, packen unsere alten Möbel und steigen ganz groß in Berlin ein. Hab mich schon immer für Antiquitäten interessiert. Wer weiß. Vielleicht sattel ich auch noch um. Und werde Restaurator.